neu von der Firma Storm ist der Bloop Frog. Den haben sie uns mal zugeschickt. Und ich würde sagen, wir packen ihn direkt mal aus. Sieht sehr interessant aus. So. Okay. Also wir sehen schon, das ist kein Hartplastikköder, sondern das ist eher so eine Gummimembran, die hier die zwei Doppelhaken umgibt. Und vorne haben wir so einen Popperkopf, nenne ich das Ganze mal, der eben beim Fischen an der Oberfläche ein paar Blasen vor sich herzieht und ein bisschen Wasser aufplätschern lässt und damit ordentlich Rabatz macht an der Oberfläche. Sollte sehr gut funktionieren über Krautfeldern auf Hecht oder vielleicht auch auf Rapfen oder Barsch. Hinten haben wir hier auf jeder Seite so ein paar Fransen, die Froschbeinchen imitieren. Die sollten eigentlich relativ schön im Wasser spielen und die Räuber ein bisschen aufreißen.